Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir haben ein ganz paar Sotlingkerne gesammelt und machen uns jetzt auch gleich wieder auf in den dunklen Wald. Ist halt Wahnsinn, ne? Wie ein so ein Möhrchensüppchen eigentlich eine komplette Folge lang durchhält. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Das Ding hier brutzelt, ne, es brutzelt keine Kohle, weil wir haben nicht mehr so viel Holz einstecken. Aber da vorne hat noch unsere restlichen Erze fertig gebrutzelt. Und wir können wieder hierher. Ach, das ist doch schön. Ein Portal in den dunklen Wald. Ich hoffe halt wirklich sehr, dass das Ding hier überlebt. Wir können ja mal gucken. Hat hier schon irgendjemand dran rumgeknabbert? Sieht nicht so aus. Denn wir haben hier oben noch einen Dungeon. Den machen wir jetzt mal noch leer und dann gehen wir hier mal ein bisschen in die Richtung hier hinten erkunden. Wir müssen es ja auch alles mal früher oder später abarbeiten. Was wir uns so auf der Karte markiert haben. Na, was ist denn los mit dir? Möchtest du verkloppt werden? Jep. Er möchte. So, wo soll denn der sein? Auf der Rückseite? Ach, hier. War zu groß. Ah, irgendwie sieht das so aus, als wäre das das Ding gewesen, wo der Troll drin ist. Ich hoffe mal nicht, dass es... Aber ich habe den, glaube ich, Troll-Dungeon genannt und der war hier unten, oder? Ich sehe aber nirgendwo Troll-Dungeon. Das macht mir Angst. Irgendwie sieht das so aus, als wäre das das Ding. Ich glaube, das ist das. Trollhöhle, yep. Geh da raus. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie viel uns so ein Troll abzieht, ne? Weil da bringt auch das Bronzeschild nichts, wenn das Vieh mit seinem Baumstamm oder seinem Stein auf uns kloppt. Ich habe halt echt noch keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen. Ich denke mal eher, wir brauchen da bessere Ausrüstung. Vor allem auch mehr Leben. Eine andere Mischung, vielleicht auch diese Med-Gesundheitsmischung noch mit reingeballert. Nee, sorry Leute, aber das ist mir nichts, weil sterben möchte ich aktuell gar nicht. Und vor allem in einer Trollhöhle zu sterben, die klein ist, wo ein großer Troll drin ist, dann viel Spaß auch da den Loot wieder zu holen. Ist das hier alles normales Stein? Kupfer ist es nicht, ne? Nee. Aber hier kommt ja doch Wasser. Wir gucken mal, wie weit wir hier noch raus können und gucken mal, wie groß der Spaß ist. Lag hier noch ein Pilz? Nee, sah gerade irgendwie so aus im Augenwinkel. 0,7 Schaden, ne? Ist schon ein bisschen witzig. Kommen wir immer mehr davon. Hier haben wir noch Kupfer. Das können wir uns gleich mal noch markieren. Einstecken möchte ich es jetzt nicht, weil dann können wir uns wieder nicht teleportieren. Na. Warum haben wir so wenig Ausdauer? Müssen mal hier von eins nachwerfen. So, jetzt haben wir es. Dann können wir uns hier einmal Kupfer markieren. Und dann kann ich das irgendwann mal alles schön in Ruhe abbauen gehen. Zinn ist hier wahrscheinlich auch noch genug. Jupp. Aber hier kommt tatsächlich die Grenze. Mal schauen, vielleicht gehen wir ja doch mal in nächster Zeit ein bisschen segeln. Ich würde jetzt ganz gerne auch in den nächsten Folgen erstmal hier komplett erkunden, was wir alles belaufen können, um einfach die Grenze zu sehen. Wie groß ist unsere Insel? Dass wir wirklich einfach einmal alles aufgedeckt haben auf der Karte und halt wissen, wie weit wir kommen, um halt auch einfach sicherzustellen, dass der dunkle Händler nicht bei uns auf der Insel ist und wir dann mal mit dem Boot ein bisschen weiter woanders hinfahren. Ich laufe jetzt erstmal so außen lang. Sah doch aus wie eine Blaubeere. Mal, das ist eine. Die möchte nicht geerntet werden. Die ist im Stein gewachsen. Natürlich auch schön. Ist auch alles noch Kupfer? Nee. Nee. Ja, ich laufe jetzt erstmal so außen am Wasser lang, dass wir einmal eine Umrandung schaffen. Alles, was dann zwischendrin ist, können wir ja früher oder später auch mal noch lang laufen. Wo
Und wir sammeln einfach mal so ein bisschen ein, was uns ins Auge springt. Damit wir hier auch mal ein bisschen unsere Gegend kennen, weil das haben wir in letzter Zeit eigentlich von Anfang an noch nicht so groß gemacht. Bin halt so ein Heimscheißer, wisst ihr? Möchte das nicht. Au. Au. Ah, das ist doof mit dem Höhenunterschied. Kommt mal hier rüber, bitte. Möchte er nicht? Dann springen wir rein. Ah, ist auch schön, wie wir uns einfach komplett sorglos durchprügeln können, ohne befürchten zu müssen, dass wir auch nur annähernd Schaden erleiden. Hier hatten sie keine Lust mehr weiterzubauen dann. Faule Skelette. Auf jeden Fall noch eine ganze Menge Zinn hier am Wasser. Da hinten haben wir ein Spawner. Mal gucken, wie weit es noch geht, ne? Ist ja eigentlich doch noch ein ganz schönes Stück. Aber hier ist auch wieder Wasser, also wird es vielleicht nur so ein Arm sein. Ah. Du solltest eigentlich den Bogen nehmen. Jetzt haben wir Giftpfeile, glaube ich, drauf und kämpfen damit gegen den Schaman. Ist irgendwie auch nicht so der richtige Weg. Aber es hat funktioniert. Frage, ob wir auch mit Pfeilen so einen Spawner erlegen können, bestimmt. Na. Kommt direkt der nächste raus. Naja, machen wir kaputt, kriegen wir noch ein paar uralte Samen. Ich weiß nicht, ob wir die noch überhaupt für irgendwas brauchen. Vielleicht können wir daraus diese uralten Bäume züchten. Wäre zumindest das naheliegendste. Sammeln wir hier mal noch ein bisschen Holz und Pilzis auf. Und gut ist auch schon wieder der Spaß. Es geht doch noch ein ganzes Stück weiter hinter. Also ist ja noch gar nicht Schluss. Das waren bloß Steine. Feuerstein könnten wir auch generell mal wieder ein bisschen mehr Ausschau halten. Also zinntechnisch ist das ein Paradies, deswegen nehmen wir... Ach man, lass mich doch mal kurz meine Karte beschriften. Gibt's doch nicht. Also ich habe gar kein Schwert in der Hand. Ist jetzt gut? Danke. Wir nennen das Zinnparadies. Wenn wir mal Zinn brauchen, gehe ich hierher. Noch ein Dungeon wahrscheinlich. Yep. Ja, du hast den Fels getroffen. Dann auch immer die Frage, wie Skelette sich bewegen, wenn sie gar keine Muskeln haben, ne? Das sind die Fragen, die ich mir nachts stelle, weswegen ich nicht schlafen kann. Gut, naja, dann machen wir hier nochmal in den Dungeon rein. Gerne mal wissen, ob die Größe des Dungeon-Eingangs irgendwie proportional zur Dungeon-Größe ist. Aber der riesige, den wir vor uns hatten, der war, glaube ich, auch nicht so groß. Der Eingang. Ein Kern direkt zur Begrüßung, das ist nett. Ja. Hier geht ja gleich richtig Party. Aber es lohnt sich wenigstens. Wieder drei Kerne, Wahnsinn. Also am Anfang haben wir den Dingern hinterhergejagt, ne? Mittlerweile gefühlt machen wir in der Stunde 30 Stück davon. Federn kriegen wir nicht mit. Münzen auch nicht. Eine Münzen müssen wir mitnehmen. Wir werfen die Augen weg und wir werfen Stein weg. Hier liegt noch Bernstein. Das sieht man immer so schwer. Guck mal, zack, haben wir schon wieder 5 Stück zusammen. Hier war gar nichts außer ein Pilz. In die Richtung ging es ja nicht weiter. Gibt es bloß noch ein bisschen Knochen. Okay, na dann machen wir nochmal hier rüber und dann erkunden wir weiter den dunklen Wald. Nö, das war's schon. Also ist wirklich nicht so ein großer Dungeon.
ob das jetzt was mit der Eingangsgröße zu tun hat. Ich glaube fast nicht. Weil die Frage, ob das Spiel vorher schon weiß, wo es der Dungeon ist oder ob der erst generiert wird, sobald man den Eingang betritt. Keine Ahnung. Müsste man alles mal nachgoogeln. Wir sind auf jeden Fall schon ein ganzes Stück hintergelaufen. Frag mich halt, wann dann hier das Wasser kommt. Aber das werden wir vermutlich gleich sehen. Wir könnten Eiktür noch aktivieren. Aber ich glaube, ich heb mir das auf, bis wir uns zum Portal zurückmachen. Ich habe mir das Portal nicht markiert. Mist, aber es war irgendwo hier. Es war bei dem Troll-Dungeon und den Troll-Dungeon haben wir ja zum Glück noch. Also muss es eigentlich hier gewesen sein. Wir nehmen den nochmal um in den Troll-Dungeon. Wir werden schon wieder angegriffen. Mann, wenn man es einmal eilig hat, ne? Lasst mich doch alle in Ruhe. Da kommen noch mehr. Entweder ist ein Spawner da hinten. Oder die haben hier eine Party geschmissen. Ja, es wird ja gar nicht weniger. Wir haben keine Ausdauer mehr. Müssen erstmal ein bisschen um den rumtänzeln. So. Hier, diese Fässer kann man übrigens auch kaputt machen. Kommen Krautzwergenaugen raus. Ich weiß nicht, ob es immer Krautzwergenaugen sind, aber man kann die auf jeden Fall kaputt machen. Da liegt so viel Loot rum, aber wir können es einfach nicht mitnehmen. Ja, die Kiste haben sie aber schön versteckt. Bernstein und Pfeile. Und das war's dann auch. Sehr mutiger Vogel. Gut, naja. Ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Ja, das Wasser kommt hier rum. Wir haben hier drüben noch eine kleine Insel. Und Bäume, die ein bisschen schräg gewachsen sind. Oder vielleicht durch den Sturm des Meeres umgeknickt sind. Also auf jeden Fall wirklich ein Zinnparadies. Hier können wir uns ja bestimmt, weiß ich nicht, 70, 80 Zinn rausholen. Das ist mega cool. Da werde ich definitiv mal außerhalb des Let's Plays nochmal hinmachen und hier mal alles abbauen. Noch mehr Zinn. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Cool, also Zinnprobleme haben wir definitiv nie wieder. Na gut, sag niemals nie, aber auf jeden Fall in nächster Zeit nicht mehr. Ich höre irgendwie die ganze Zeit was. Aber ich sehe nichts. Geht's hier wieder runter, aber das Wasser muss ja dann hier drüben wiederkommen. Ich bin mal gespannt, wie das sich das hier zusammenfügt. Da hinten schon wieder ein Spawner. Eigentlich gar keine Lust, gegen Krautzwerge zu kämpfen, vor allem weil wir den Loot auch nicht mitnehmen können. Ist halt auch die Frage, ne, wenn wir jetzt alle Spawner kaputt machen, ob dann irgendwann einfach keine Krautzwerge mehr kommen. Kann ich mir jetzt so zwar nicht unbedingt vorstellen, aber man weiß es ja nie, ob die auch so einfach spawnen, aber wahrscheinlich halt eigentlich nicht, wo wir auch nicht immer einen Spawner in der Nähe haben, dann müssten die ja schon wirklich weite Wege laufen teilweise. Wir machen es jetzt erstmal kaputt. Es wird schon noch genug davon geben, wenn wir uns die Karte mal angucken. Müssen wir uns da, glaube ich, gerade noch keine Gedanken drüber machen. Und an sich brauchen wir die ja auch nicht. Na gut, die Augen, ja. Ab und zu brauchen wir davon welche. Noch ein Dungeon. Aber da ist mir mein Inventar eigentlich gerade ein bisschen zu voll für. Ich glaube, den markieren wir uns nur. Und wir sind auch nicht mehr ausgeruht. Aber es ist noch einer. Dann markieren wir uns den einmal. Ich meine, Kerne haben wir mittlerweile mehr als genug.
Und auch wenn wir zwar fast alles, was wir da drinnen finden, schon im Inventar haben und somit auch noch stapeln könnten, will ich da jetzt halt nicht reingehen und am Ende liegt doch noch irgendwas da, was wir noch nicht hatten. Dann machen wir das mal später. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es geht jetzt hier wieder links runter. Ist das alles Feuerstein? Ach, wir brauchen Feuerstein. Das brauchen wir nicht. Ein Pilz. Tut mir leid, kleiner Pilz. Aber Feuerstein wäre schon cool, dass wir einfach auch in Zukunft so generell mal mit Feuerstein-Pfeilen rumrennen. Weil das ist dann doch nochmal ein erheblicher Schaden mehr, den wir damit verursachen. Feuersteine haben wir halt relativ wenig. Da hinten kommt noch eine Insel anscheinend. Ah, ich glaube, wir werden definitiv in Zukunft mal das Boot benutzen, unser Schifflein. Und damit ein bisschen auf Erkundung gehen. Ich habe irgendwie gerade so aktuell ziemlich die Lust, mal zu schauen, was es alles noch so Schönes gibt. Hui. Dass wir auch mal ein paar andere Sachen sehen. Jetzt hier nach, weiß ich nicht, 64 Folgen, 63 Folgen, 62 Folgen, irgendwie sowas. Dass wir nicht immer nur das Gleiche sehen, sondern auch mal ein bisschen was von der Welt erkunden können. Es wird langsam dunkel. Und es regnet. Nicht so cool. Also, warten wir, hier drüben war der Troll-Dungeon. Ich laufe jetzt erstmal noch kurz hier runter. Um zu gucken, wie das jetzt hier endet. Dann haben wir einmal diese ganze Umrandung gelaufen, wissen, wie groß das hier noch ist. Auch nochmal so ein cooler Steinkreis. Und sogar hier eine kleine Farm. Ach schön. Mitten im... Nee, wir sind schon wieder im Grasland. Dann kann man das mal machen. Ist halt... Ey, ich dachte, du bist nett. Habe ich dir irgendwas getan? Ich finde es halt schade, dass man selber sich nicht so eine Himbeerbüsche anpflanzen kann. Einerseits finde ich es recht hübsch, wenn man sowas sich einfach mit in seine Basis bauen könnte. Andererseits wäre es natürlich auch sehr praktisch, aber es geht halt leider nicht. Ich hoffe, da kommt nochmal ein Update, dass man das noch machen kann. Jetzt ist natürlich die Chance hoch, dass wir eventuell noch eine Bienenkönigin bekommen. Ich hoffe es zumindest. Yep. Aber bevor wir draufschießen, müssen wir auch wieder einen Platz im Inventar schaffen. Samen oder Federn? Federn brauchen wir dafür, Karottensamen. Können wir uns eigentlich, wir werfen die uralten Samen weg. Wissen wir eh nicht, was wir aktuell damit machen sollen. So, gebt mir eure Königin. Nein, er hat irgendwas anderes eingesammelt. Mist. Was hat er denn jetzt eingesammelt? Harz. Auch kein Harz. Will die Bienenkönigin. Ja, damit. Dankeschön. Ach, das ist bloß so ein kleiner... Ach, hier wie so ein kleiner See dazwischen. Okay, ich dachte halt, hier kommt das Weltmeer dann. Also, ja, Weltmeer, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist dann sozusagen hier bloß noch so ein bisschen Wasser. Okay, naja, dann haben wir das erkundet hier. Machen wir uns jetzt einmal hier so rüber zum Troll-Dungeon, weil dort steht unser Portal. Dass wir wieder nach Hause kommen, dann können wir gleich mal hier so das kleine Stückchen noch erkunden dabei. Und wissen zumindest, was hier oben noch alles auf uns wartet. Wir haben wieder 5 Kerne. Wir haben eine neue Bienenkönigin. Ganz paar Himbeeren und Blaubeeren gesammelt. Und vor allem mal unsere Nachbarschaft erkundet. Müssen wir mal schauen. Hier kommt... Ach, geh doch weg, Skelett. Hier kommt wieder Wasser. Aber wenn wir das mal nicht cool gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. Hier dazwischen ist alles so ein bisschen Sumpfteich. Mäßig. Wir brauchen unbedingt... Ach, jetzt zum Folgenende nochmal so ein Mörli-Süppchen. Das ist mir irgendwie zu schade. Es tut mir sehr leid. Aber wir sind halt
eigentlich genau jetzt am Folgenende und müssen nur noch nach Hause. Deswegen möchte ich das ungern jetzt noch schnell futtern. Wir laufen nur fix zum Portal. Ja, fix ist gut gesagt, ne? Ich glaube, wir schaffen das nicht mit Schwimmen. Ich kann nicht ganz genau sehen, wie weit das dahinter geht. Und Schwimmen kostet halt echt viel Ausdauer und ist halt einfach auch eine ganz schön gefährliche Sache, wenn man sich da verschätzt. Lauf nochmal hier rüber. Huch. Kommt ihr denn her? Weiß nicht, ob wir uns ein kleines Floß basteln können. Was kostet denn der Spaß? Ein Floß. Harz und Lederreste. Ne, haben wir alles nicht einstecken. Naja gut, dann machen wir hier in der dunklen, tristen Stimmung. Kennt's halt nicht. Kommt man da drüben drauf oder nicht? Es ist halt gerade echt mega dunkel, aber es sieht so aus, als könnten wir hier raufklettern. Na komm, scheiße. Jetzt nämlich genau das passiert, was ich meinte. Und zwar, dass wir ein großes Problem haben, denn wir müssen wieder zurück. Wenn wir jetzt sterben, dann... Jetzt haben wir uns doch noch so ein Süppchen rein, dass wir ein bisschen mehr Ausdauer kriegen. Obwohl das einfach gar nichts gebracht hat. Oh oh, das wird eine richtig knappe Kiste. Uiuiuiui, ihr seht's. Sollte man nicht riskieren. Naja, wir machen hier mit der schönen Aussicht jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.